Gelbe Fahne ging nach oben und Boxentüren auf für unser Highlight-Rennen, das Gruppe-3-Rennen am heutigen Tag. Wer erwischte den besten Start? Schwesterherz übernimmt direkt die Spitze, führt das Feld an vor Vivant Liberté an der Innenseite, außen davon No Limit Credit. Dann sehen wir Ocean Fantasy als viertes Pferd vor Democracy, vor Snow und vor Sound Machine zunächst einmal am Ende des Feldes. Bei ruhiger, bei gleichmäßiger Fahrt geht es die Gegenseite hinunter. Schwesterherz führt in den Farben von Eckart Sauer. Dann Vivant Liberté, vor außen No Limit Credit mit der berühmten Nase im Wind. Dann ist es innen Ocean Fantasy, vor Democracy. Dann sehen wir Sound Machine an der Seite galoppieren von Snow. Ausgangs der Gegenseite geht es weiter in den langgezogenen Schlussbogen hinein, hier im Weidenpescher Park in Köln. Schwesterherz führt vor No Limit Credit, vor Vivant Liberté, vor Democracy. Dann ist es Ocean Fantasy, vor Sound Machine und Snow vom ersten bis zum letzten Ohr. Von der ersten bis zur letzten Lady keine vier Längen, wo es gleich in die Zielgerade hineingeht. 600 Meter im Karin Baronin von Ullmann Schwarz-Gold-Rennen. Schwesterherz spürt sofort den Atem von No Limit Credit. Dort hat Clément Lecoeuvre noch nicht den kleinsten Finger gerührt. Das Gleiche gilt aber auch für Lucas Delosier. Ich sag ihn, Ocean Fantasy ist restlos geschlagen. Jetzt kommt Vivant Liberté an der Innenseite. No Limit Credit, Democracy an der Außenseite. No Limit Credit geht nach vorne. No Limit Credit, Democracy an der Außenseite. Innen Vivant Liberté. Dann ist es Ocean Fantasy mit der dritten, mit der vierten Luft. No Limit Credit für das Gestüt Karlshof. No Limit Credit, Clément Lecoeuvre. Andy Suboric, die gewinnen das Schwarz-Gold-Rennen gegen Democracy. Dann Ocean Fantasy, dann Vivant Liberté. Liberté Snow, dann erst Schwesterherz und letzte war Sound Machine. So, wir haben den vorläufigen Einlauf für das vierte Rennen des Tages. Karin Baronin von Ullmann, Schwarz-Gold-Rennen. Siegreich war die 2. No Limit Credit, Andy als Trainer und Clément Lecoeuvre als Jockey. Zweites Pferd, die 1, Democracy, Lucas Delosier. Und nach Auswertung der Zielfotografie mit einer Nase Dritter war die 7, Vivant Liberté, Adri de Vries. Vorläufig heißt das also im Schwarz-Gold-Rennen 2, 1, 7 und die 3.